Was am NRW Opernstudio besonders ist, dass es ein Zusammenschluss von 4 Opernhäusern ist, die dieses Opernstudio haben. Und von 4 Häusern, die in einem vernünftigen regionalen Zusammenhang stehen. Dadurch haben wir eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Premieren. Es gibt dann noch in Essen das große Repertoire dazu, sodass die Künstler davon präsentieren, dass sie in einem Repertoire hier eingesetzt werden können, das allenfalls eine ganz, ganz große Staatsoper ihnen bieten könnte. Wenn ich angefangen habe in 2013/14, wollte ich eigentlich schon ein Open Studio gründen, aber dafür fehlten uns die Mittel. Und dann kam der Kollege aus Wuppertal nach ein paar Jahren und sagte, warum machen wir es nicht gemeinsam mit 4 Opernhäusern? Und das war eine sehr realistische und sehr gute Idee, weil wir zusammen natürlich viel stärker stehen. Und in Düsseldorf, bei der Landesregierung, beim Kulturministerium, ist das auf sehr positive Ohren gestoßen. Und so ist es geboren. Purest diamond, purify my name. And yet, of course, these trinkets are endearing. I have no strong objection to champagne. I rather like a 20-carat earring. Das Opernstudio, das ist ein Projekt, das läuft über 2 Jahre und das Schöne dabei ist, dass der junge Sänger, also wir jungen Sänger und Sängerinnen werden begleitet auf dem Weg vom Studium in den Beruf. Wenn sie dann süß erklingen, himmelhoch jauchzend singen, fühlst du, wie arm ist dein Wort und there was a concert, Sänger Poetry. I had a chance to sing beautiful arias, and I had a good opportunity to interview in German. It was a really interesting experience for me today. I think the special thing about the project is that we get to split our time between 4 different opera houses. So we're not just in one institution working with one group of people, we get to be working with different sets of people in different opera houses. So just 4 times the amount of musicians and colleagues that we get to work with. So I think that's probably the unique aspect to this program. Das ist einfach fantastisch. Ich liebe jeden Moment davon. Auch schwierige Momente sind mir total egal. Ich liebe das. Junge Menschen mit einem eigenen Profil, mit ganz viel Talent, die sich zu unseren Profis hinzugesellen. Das ist ein so großer Gewinn für unsere Häuser. Das ist mit wenig anderem zu vergleichen. Das ist eine tolle, tolle Chance für jeder junge Sänger eigentlich. Besonders für mich, weil ich bin noch in NRW und ich freue mich sehr, in Gelsenkirchen erstmal meine erste große Partie zu singen. Und das wird die Angelika in Orlando Palladino. Und es ist sowieso ein tolles Gefühl, schon hinter der Bühne zu sein und in der Garderobe. Die Vorbereitung, alles ist wirklich sehr schön. Schon spannend. Einer, 2 Mitglieder des Opernstudios, die dann mit gestandenen Künstlern der Ensemble oder teilweise auch Gästen, die an den einzelnen Häusern arbeiten, die natürlich auch wieder weltweit unterwegs sind, auf der Bühne stehen. Man lernt voneinander. Es ist nicht nur so, dass die Mitglieder des Opernstudios von den gestandenen Kollegen lernen, sondern natürlich auch umgekehrt. Das bringt eine familiäre Zusammengehörigkeit. International. Lovely. Kosmopolitisch. Unique. Jung, energetisch. Spaß. Zusammensein. Determination. Freundschaft. Opportunity. Künstlerische Heimat.